Das ist die Autobahnbrücke nahe der Stadt Engen. Schaut man von ihr nach Osten, dann sieht man das nebenan folgende Brudertal. Eine nachgestellte Mammutszene zeigt diese imposantesten Vertreter der Eiszeit. An deren Ende jagten Menschen Rentiere, so wie hier an der Petershöhle vor etwa 15.000 Jahren. Zahlreiche Interessierte haben sich an diesem Wochenende im September 2016 eingefunden, um den experimentellen Archäologen zuzuschauen. Hier zum Beispiel wird gezeigt, wie schwierig es war, eine Glut fürs Feuer hinzubekommen. Sehr viele Öle und darum brennt es eigentlich dann so. Bei den inzwischen 13. Petersfelstagen unter dem Motto Erlebniseiszeit konnte Zahlreiches beschaut, gefühlt und begriffen werden. Ja, das ist ganz klar. Also die Petersfelstage sind da, um Geschichte zu begreifen. Wenn Leute hierher kommen und diesen Siedlungsplatz, diesen paläolithischen sehen, dann sehen sie eine Höhle und wissen nicht, was da läuft. Hingegen, wenn man sieht, wie man ein Tier ausnimmt mit Feuersteinklingen, wie scharf so eine Feuersteinklinge ist, wie man gerbt, wie Farbe hergestellt wird, wie Elfenbein geschnitzt wird und das eben auch in die Hand nehmen kann, dann ist Geschichte erlebbar und das behält der Mensch ja eigentlich, was er erlebt, behält er für sich. Also für immer. Wir haben uns erstmal so die gesamten Lebensbereiche aus der Steinzeit überlegt und wie können wir die abdecken, also kochen, jagen, Tier zerlegen, was haben wir noch? Kunst, Musik. Musik auf der Knochenflöte mag schon damals zum gelingenden Leben gehört haben, doch eine Sache stand wohl im Mittelpunkt, der Weg zum Fleisch, zum schützenden Leder, also die Jagd. Und dieser widmeten sich die Petersfelstage in mancherlei Hinsicht. Bei den hier durchgeführten Europameisterschaften für prähistorische Jagdwaffen sah man zahlreiche Bogenschützen umhergehend und schießend. Ja. Welche Tiere nun gejagt wurden, das wird uns alsbald erklärt. Vor 15.000 Jahren, als die Menschen hier hauptsächlich gejagt haben, als die Gletscher dann auch zurückgegangen sind, hatten wir hauptsächlich Rentiere dann hier gejagt. Der Pfeil und Bogen ist eigentlich nicht die typische Waffe der Eiszeit gewesen, kommt eigentlich erst nach dem Ende der Eiszeit, nach 10.000 vor heute, ist der nachweisbar einfach durch die kleineren Steinspitzen, die man dann gefunden hat, das ist dann Hinweis auf Pfeil und Bogen. Ja? Und davor war es eigentlich die Speerschleuder, das war die typische Waffe, mit der man die Rentiere gejagt hat hier am Petersfels. Die Jagd in der Altsteinzeit war eine Gruppenjagd mit mehreren Personen, weil die einzelnen Speere, die hatten zu wenig Energie, um das Tier zu töten. Darum wurden immer mehrere Speere geworfen von mehreren Jägern, damit das Fleisch da ist. Ja, und das Fleisch wurde an diesem Tage dann tatsächlich zum Beispiel im Räucherzelt so hergerichtet, dass es einem geradezu gut schmecken konnte. Allumfassendes Resümee zweier Eiszeiterlebnistage bei Engen, aufmerksame Besucher, engagierte Führerinnen und Archäologen. Alle zwei Jahre finden die Petersfelstage im Eiszeitpark Engen statt, Zeit genug, um sich darauf wieder zu freuen.